Ist das jetzt eine Katastrophe oder eine wirklich gute Idee? Eine Batterie, die auf Radioaktivität basiert? Forschungsteams weltweit arbeiten daran, aus Radioaktivität elektrische Energie zu gewinnen. Und jetzt meldet ein russisches Forschungsteam einen überraschenden Durchbruch. Ein Prototyp, der fast 10-mal so viel Energie fasst wie eine vergleichbare elektrochemische Batterie. Was ist dran an dieser Meldung und wie genau soll das funktionieren? Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Idee, Batterien auf Basis von Radioaktivität zu entwickeln, ist nicht neu. Vor allem in der Mitte des letzten Jahrhunderts wurden einzig und allein die positiven Seiten der Radioaktivität gesehen. Nicht nur Autos, Flugzeuge und Schiffe sollten günstig und schnell mit Atomantrieb laufen, sondern beispielsweise auch Herzschrittmacher. Und so entwickelte man Schrittmacher, die durch eine Radionukleidbatterie angetrieben wurden. Darin enthalten bis zu 200 Milligramm Plutonium-238 und einen Alpha-Strahler mit einer Halbwertszeit von 87 Jahren. Und die Batterie funktionierte folgendermaßen. Eine Thermosäule wurde durch den radioaktiven Zerfall erhitzt und eine elektrische Spannung entstand, mit der der Herzschrittmacher angetrieben wurde. Und tatsächlich, die Plutonium-Batterien waren extrem lange haltbar und lieferten jahrzehntelang Strom. Doch ihr wisst selbst, Plutonium gilt selbst in kleinsten Mengen als sehr, sehr gefährlich und so nahm man bald wieder Abstand von dieser Idee. Andere Entwicklungen in diesem Kontext waren meistens nicht praxistauglich, was waren sie einfach viel zu klobig, um im Alltag eingesetzt zu werden. Die neue Batterie, die jetzt ein russisches Forschungsteam entwickelt hat, die nutzt radioaktives Nickel-63 als Energiequelle. Die Halbwertszeit von Nickel-63, die liegt bei rund 100 Jahren und nur das begrenzt die Lebensdauer der Batterie. Konkret besteht die Batterie aus zwei dünnen Schichten Nickel-63-Folie. Diese sind eingebettet in Diamantschichten und sogenannten Schottky-Dioden. Das sorgt dafür, dass der Strom nur in eine Richtung fließen kann. Konkret entsteht der Strom, wenn Nickel-63 zerfällt und dabei Beta-Teilchen entstehen. Die Krux bei Nuklearbatterien, die wir bislang so kennen, es werden nur wenige Elektronen durch den Beta-Zerfall freigesetzt. Dies wird meist durch den Einsatz eines Kondensators wettgemacht. Er lädt sich langsam auf und kann den Strom dann selbst schneller abgeben. Er macht die Batterien aber klobig und sperrig. Deswegen hat das russische Team auf extrem dünne Schichten geachtet. Insgesamt misst ihr Prototyp nur 5x5x3,5 mm. Das optimierte System kommt letztendlich auf 3300 Milliwattstunden Energieprogramm. Das ist tatsächlich das Zehnfache der spezifischen Energie einer typischen elektrochemischen Batterie. Ihr maximaler Output beträgt 0,93 Mikrowatt. Das ist mehr als vergleichbare Entwicklungen bislang erreichen konnten. Doch dennoch langt es immer noch nicht, um beispielsweise ein Smartphone überhaupt ans Laufen zu kriegen. Doch in Zukunft erhofft sich das russische Forschungsteam vielfältige Einsatzmöglichkeiten und damit werden wir wieder beim Thema Herzschrittmachern und anderen Implantaten, denn diese werden bislang durch elektrochemische Batterien versorgt und wenn diese leer sind, müssen sie durch einen operativen Eingriff entfernt werden. Ja, das ist wirklich ein bisschen spooky immer noch. Also wenn die Batterie hier leer ist, dann muss ich operiert werden. Ja, doch auch hier bliebe das große Hindernis, erst einmal mit 100%iger Sicherheit zu garantieren, dass die Radioaktivität die Patienten keinesfalls gefährdet. Eine andere durchaus spannende Idee ist es, mit solch einer Atombatterie Satelliten anzutreiben, denn diese würden dann in Betrieb sein, egal ob er sich der Satellit im Erdschatten befindet oder nicht. Die Atombatterien könnten deutlich mehr Energie speichern bzw. deutlich kleiner sein als bisherige Batterien für Satelliten. Ja, wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir. Noch vor allen anderen vom neuesten Video und zwar täglich garantiert, kriegt ihr von mir eine Nachricht, bevor es auf YouTube online geht. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht's weiter mit dafür auch draufklicken, die größte Batterie der Welt. Bis dann. Bleibt dran.